Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base. Neuer Tag, neues Glück, neue Folge, neues Planet Base. So, und wir dringen vor nach Norden und keiner hält uns auf. Na, mal sehen. Naja, vielleicht hält uns dann ja doch noch irgendwas oder irgendjemand auf. Was machen wir denn heute? Schönes, ich würde sagen, wir gucken mal, genau. Eine richtige Ansammlung an kleinen Robbys mal wieder. Was seid ihr denn für welche? Ein Baubot? Lauter Baubots? Sind die einfach gelb, die Baubots? Das könnte nicht sein. Und was machen die denn hier? Die stehen hier faul rum. Transportiert. Hier gibt es doch genug zu tun. Das ist ja interessant. Haben sich die irgendwie festgefahren? Kann das sein? Guck mal, der winkt. Okay, der winkt auch. Ja, ist auch eine Beschäftigung, aber die bringt uns hier auf diesem Planeten nicht wirklich weiter. Jetzt haben sie sich hier drin verfranst. Okay. Kann das sein, dass das ein Bug ist? Es gibt mir ein bisschen zu denken, denn... Ja, also hier gibt es mehr als genug zu tun auf dieser Basis und die hängen hier alle in dieser Ecke. Na, mal gucken, ob sich das da auflöst oder ob die da festgenagelt sind. Keine Ahnung. Es gab noch einen guten Kommentar, nämlich, dass es schade ist, dass hier so eine unsichtbare Wand ist. Ich habe schon mal gezeigt, ich kann nicht weiter rechts rüber. Geht nicht. Ich kann zwar hingucken hier, aber nicht rüberfahren. Das ist wahr, dass das schade ist. Das finde ich allerdings auch. Das hätte man auch zum Beispiel eben mit einem Gebirge oder so lösen können. Das wäre ein bisschen, ja, edler gewesen, würde ich mal sagen. So, wie sieht's aus? Jetzt sieht's besser aus. Ein Teil hat sich da wieder aufgelöst sozusagen. Gut, dann gucken wir mal. Unsere Buchhaltung hier, Sauerstoff und Co. passen auch sehr schön. Die Leute, ja, die sind, ja, da sind wieder ein paar müde. Okay, dafür haben wir Betten. Wir haben hier noch Betten. Was ich mich aber jetzt eigentlich die ganze Zeit schon frage, ist, was machen die Leute eigentlich, wenn sie mal pullern müssen? Oder mal duschen vielleicht. Die müssen ja stinken. Um Himmels Willen. Es gibt keine Klos, es gibt keine Badezimmer. Das scheinen sie vergessen zu haben. Also, ich hätte auch so einen Gesichtsausdruck wie der hier über seinem Kopf, wenn ich nicht aufs Klo könnte. Das kann ich euch versprechen. Ein Händler. Gut, da bräuchten wir einmal Tee. Diese Übersicht. Süß. Ja, wir haben einmal mehr von allem mehr als genug. Ja, okay. Rohstoffe, Nahrung vielleicht nicht. Da müssen wir vielleicht mal noch was machen. Ansonsten. Oh, zwei Baubots. Die könnten wir noch kaufen. Dann haben die anderen da oben noch ein bisschen Gesellschaft. Die da hinten, da oben. Ihr wisst wo. Wo wir gerade geguckt haben. 55% Kommission. Wir haben zwar so viel Geld. Sollen wir mal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen? Haben wir denn auch Eisen? Wir haben tatsächlich alles. Wir haben Ersatzteile. Wir haben sogar Halbleiter. Waffen haben wir auch. Sollen wir noch zwei Baubots kaufen? Ich denke, man kann nie genug Bots haben. Definitiv nicht. Denn auch wenn sie da oben irgendwie eingeklemmt sind. Wobei, das ist dann doch ein bisschen doof. Also ich weiß nicht, ob die nicht da wirklich rumbacken. Aber sonst grundsätzlich in einem Kommentar stand, man sollte mehr Bots haben als Einwohner. Das wäre ideal. Das ist wahrscheinlich fast nicht zu machen, aber ideal wäre das natürlich trotzdem, denn dann können sich die Einwohner wirklich auf ihre Aufgaben konzentrieren. Also der Sani auf sein Sani-Zeugs, der Ingenieur auf sein Ingenieurzeugs und so weiter. Und die Bots können sich aufs Transportieren und Co. konzentrieren. Aber das ist natürlich ein bisschen illusorisch. Vor allem, wenn sie dauernd kaputt gehen. Kein Wunder, muss man dauernd neue kaufen, wenn die dauernd kaputt gehen. Jetzt habe ich irgendwas in der letzten Folge gesagt, was wir noch bauen sollten. Nee, aber hier sollten wir mal noch priorisieren. Nee, haben wir schon. Okay. Gibt ja gar nichts mehr zu tun. Na, dann gucken wir mal ein bisschen. Nee, wir müssen da oben natürlich... Ja, wir müssen nicht, aber wir sollten da oben weiterbauen. Jetzt könnten wir mal gucken, wie sieht es denn aus mit unserer Laune. Die ist nur anständig. Da wurde vorgeschlagen, hier nochmal was abzureißen und vielleicht nochmal eine Bar oder etwas hinzustellen. Ich reiße ungern hier nochmal ab. Was haben wir denn hier oben? Hier haben wir eben eigentlich auch nichts, was Spaß macht. Eine Kantine, die macht mäßig Spaß. Ja, ich glaube, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir hier nochmal einen Multidom oder etwas hinstellen sollten. Das werden wir machen. Was war das? Das war ein Kolonistenschiff. Ja, das machen wir jetzt. Hier oben gibt es noch ein bisschen Party. Und zwar in Form von... Ach, lass uns zuerst mal eine Bar machen. Das suche ich aber besser drin. Ich weiß nicht, warum ich das jedes Mal falsch aufrufe. Die Bar war hier.
Die Bar ist ja auch keine Sackgasse. Oh, guck mal, da können wir sogar noch hier raufbauen. Dann haben wir hier die ganze Fläche, okay? Eingehende Nachricht. Moment, ich muss das hier erstmal platzieren. So, Gruppe groß. Verletzte Bergarbeiter. Ja, ihr könnt kommen. Wir haben Medis, wir haben alles. Fühlt euch wie zu Hause. Bringt einfach keine Spitzbuben mit. Jetzt kriege ich das wieder nicht zu fassen. Na, das muss man doch verbinden können. Eben, dankeschön. Das lassen wir, das wird nicht verbunden. Da fehlen nachher wieder die Maschinen. Das kenne ich dann langsam. Der hat nichts. Wir haben erst gerade gehandelt. Den schicken wir wieder weg. Da könnte ich hier allerdings auf Entlassen klicken. Die Speicher sind voll. Die sind die komplett voll? Falsche Taste. Hier oben. Wo war's? Hier. Die sind komplett voll. Gut, dann bauen wir nochmal einen Kollektor. Ganz einfach. Nein, nicht einen Wasserextraktor. Das können wir uns auch nochmal angucken gleich. Jetzt geht's hier aber los mit Falschklicken. Energiekollektor. Ja, hier hinten. So, hier haben wir eine richtige Sammlung an Kollektoren. Sieht richtig cool aus hier. Mir gefällt halt die Farbe. Das hat sowas irgendwie, keine Ahnung, Lebendiges. Da wieder ein kaputter Robby. Ihr seid Vögel, echt. Und die laufen hier durch. Ist es nicht? Das muss doch irgendwie möglich sein, dass wir hier noch rausbauen. Das Problem ist, dass wir hier eine Schleuse haben. Die könnte man natürlich auch noch verlegen. Und irgendwo muss es noch eine Schleuse haben, die ins Nichts führt. Da wurde mir empfohlen, die doch abzureißen. Aber die lasse ich trotzdem stehen. Ich weiß nicht, was hier ins Nichts führt. Die Schleuse ist für den Raumhafen. Also das hat eigentlich schon alles seinen Grund. Und wenn wir jetzt eine Schleuse haben, die tatsächlich ins Nichts führt, dann können wir das als Notausgang verwenden, falls mal irgendwas ist. Also unnütz ist eigentlich auch nichts. Und das kostet ja nichts, so eine Schleuse. Kostet die was? Nein, ich wüsste nicht was. Aber jetzt muss ich mich hier mal schnell konzentrieren. Da bringen wir drei hin. Dann Videowände. Wollen wir natürlich noch. Verletzte Bergarbeiter, die haben viel, viel Geld ausgegeben. Das ist sehr nett. Okay, jetzt können wir hier nochmal einen Tisch hinmachen. Machen hier nochmal einen Automaten hin. Das ist alles ein bisschen... Oh, bewaffnete Eindringlinge. Halt. So, ich muss jetzt aber erstmal fertig einrichten, bevor ich mich um irgendwelche bewaffnete Eindringlinge kümmern kann. Oh, da wurden... Ah, die Eindringlinge wurden getötet. Okay. Da wird aber immer noch geschossen. Ich höre es. Das ist fast spannender, wenn man nicht zuguckt. Ein Blumentopf hätte ich noch gern, aber das gibt's hier nicht. Noch ein bewaffneter Eindringling. Jetzt muss ich dann doch mal langsam gucken gehen, bevor sie uns die ganze Basis auslöschen. Ne, jetzt ist er tot. Okay, 5 Eindringlinge getötet. Hat aber auch von uns Leute erwischt. T-165 haben wir noch. Okay, das sind immer 165. Da können wir machen, was wir wollen. Es werden nicht mehr und nicht weniger. Hui, jetzt haben sich hier aber die Kollektoren doch geleert. Das kann nicht schaden, dass wir hier nochmal zugeschlagen haben. Aber den Mac, den können wir wieder wegnehmen. Da kann man jetzt drüber streiten, ob dieses Geräusch nett ist oder nicht. Mir gefällt es auf Dauer nicht. Am Anfang fand ich es cool. Gab da auch noch eine gute Idee in den Kommentaren. Also eine Idee, ein Wunsch, dass man das so ändern würde, dass der rote Alarm eine andere Alarmsirene hätte. Wie... der gelbe Alarm. Das wäre natürlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Guck mal, jetzt sind die Robbys hier doch tatsächlich mal am Transportieren. Das sieht man gerne. Wir können wieder Gas geben. Schlafraum haben wir hier unten doch eigentlich auch. Ja, hier. Ich dachte nur gerade, weil ich hier doch immer wieder welche sehe. Mit dem Z über der Rübe. Sprich, die sind müde. Nutzt die Bar hier oben. Sollen wir gleich mal noch einen Multidom daneben stellen? Wir können es uns leisten. Wir machen das mal. Multidom. Auch in groß. Geht leider hier nicht hin, das ist schade. Geht aber hier hin, das mache ich aber nicht. Das ist dann doch auch fast irgendwie eine Sackgasse hier. Denn wenn ich hier baue, sind die Apparate weg. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir machen es mal so. Genau, dann können wir das verbinden. Dann haben wir hier doch etwas. Und gehen dann hier wieder weiter rauf. Oh, hier schlagen... mal wieder Meteoriten ein. Es wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen weiteren Laser. Das werden wir auch in Angriff nehmen. Und hier oben haben wir... Wir haben hier aber nirgends eine Schleuse. Moment. Ja, jetzt komme ich wieder in den Bauwahn, aber eine Luftschleuse muss hier irgendwie noch hin.
Wenn ich die hier hinbaue, dann ist je nachdem Feierabend nach da oben hinbauen. Deswegen mache ich die mal hier hin. So. Ach, hier hinten ist eine Luftschleuse. Okay, gut, dann haben wir hier noch eine. Ach, Schaden tut's nicht. Ach, wobei, Moment, ich nehme die wieder weg. Ich möchte lieber hier rauf eine, aber da muss ich erstmal gucken, wie wir da weiter bauen können. Nicht, dass wir uns da wieder zubauen. Brauchen wir was? Die übliche Frage. Nö. Irgendwie? Nö. Ja, vielleicht Medikamente, aber die stellen wir selber wieder her. Hier hat's nochmal Bots. Moment. Die nehmen wir natürlich. Testweise. Ne, 60% Kommission ist mir aber zu teuer. Nein. Da warten wir auf den nächsten Kollegen und gucken, der ein bisschen günstiger ist. Wasser. Können wir wieder brauchen. Dann bauen wir uns mal nochmal so ein Teil hier hin. Hier können wir nicht mehr. Hier oben möchte ich hier vorne nicht, da wir da den Platz brauchen für andere Bauten. So, ein Speicher vielleicht auch mal noch wieder dann als nächstes. Ja, kann man machen. Da wird der Multidom hochgezogen. Sehr schön. Ja, es ist jetzt halt einfach schon. Multidom wurde gebaut. Moment, ich wollte... wo wollte ich denn hin? Strukturen wurden gebaut. Machen wir erstmal das, bevor ich das gucke, was ich gucken wollte. Das kann nicht so wichtig gewesen sein, wenn ich es schon wieder vergessen habe. 3 Laufräder. Eine Stange. Das ist krass, was 1 Robbys kaputt gehen. Da schon wieder einer. Strukturen, das müsste ein Händler sein, so wie er klingt. Ah, hier haben wir die Blumentöpfe. Okay, dann machen wir hier doch glatt mal noch ein paar Blumentöpfe. Eine Bank habe ich noch vergessen. Eine Bank kriegt ihr selbstverständlich auch. So, jetzt wollen wir aber doch auch noch Blumentöpfe hinstellen. Hier und hier. Und Mac. Machen wir eben nochmal Wasser. Das müsste doch hier oben noch hingehen. Hier. Okay, Handelsschiff ist gelandet. Jetzt ist es... Ist es jetzt weggeflogen? Das sind schon echt auch Spitzbuben. Ich hab... Oder nee, da ist es doch. Puh, ich wollte gerade sagen. Der hat auch Robbys. Der hat auch 60%. Den entlassen wir auch gleich wieder. Ein Besucherschiff, okay, sind aber keine Spitzbuben. Das ist bestens, das sieht ja richtig fett aus mittlerweile, guck mal. Wenn wir da mal reingucken. Wow, das ist schon relativ nett. Wie kann ich das Ding bewegen hier? Jetzt geht es wieder nicht mehr. Das ging doch mit der Maus. So geht's auch. Okay, ah. Nett. Hat was Imposantes mit diesen Fernsehgeräten. Irgendwie hat es mir die ganze Bedienung wieder völlig zerrissen. Also teilweise gewisse Knöpfe, ja genau, und dann komme ich hier hin. Gewisse Knöpfe funktionieren wieder nicht mehr dafür, funktionieren andere. Naja, da muss man sich halt wieder umgewöhnen. Ist mir auch recht. Und jetzt machen wir hier oben, nein machen wir nicht, jetzt wollte ich gerade Sauerstoff bauen. Brauchen wir nicht, wir haben hier einen Generator. Und da landet ein Besucherschiff. Gleich mal gucken, ob ich Alarm auslösen muss. Nein. Der hat eine Absicht. Das ist ein Guter. Der möchte irgendwas Bestimmtes. Ich habe jetzt nicht gesehen, was. Irgendwas möchte. Ne, der ist einfach unglücklich. Da ist er bei uns. Ja, genau richtig. Wir haben so viele Multidome und Bars. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Wird das besucht? Ja, von den Robbys. Das sind wieder die Verlaufenden hier, die Vertriebenen. Haben die irgendwas angestellt? Oder kommen die... Kommen die irgendwie nicht mehr runter, weil es irgendwo zu eng ist? Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Haben wir die sozusagen zugebaut? Nein, guck mal, jetzt setzen sie sich wieder in Bewegung. Das deutet ja doch irgendwie ein bisschen darauf hin, als hätten die nichts zu tun. Da öffnet sich das Teleskop. Und wenn die nichts zu tun haben, brauchen wir eigentlich keine zusätzlichen Robbys mehr. Also zumindest müssen wir keine mehr kaufen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig deute. Besucherschiff. Besucherschiff, okay. Hier unten ist niemand. Ich glaube, einen zusätzlichen Raumhafen brauchen wir auch nicht zwingend. Was wir jetzt mal noch hinstellen, einfach damit wir es auch wieder mal haben, ist ein Wasserspeicher. Sonst haben wir dann wirklich sehr, sehr wenige davon gebaut. Also das haben wir so oder so. Machen wir den mal noch hier hin. Wir machen den mal noch hier hin.
Laser wollte ich eigentlich noch bauen. Genau. Ja, und den bauen wir auch. Ganz klar. Das ist keine Sackgasse. Den müssen wir also... Schade ist halt, dass man hier nicht mehr bauen kann. Das ist irgendwie... Ja, hier ist halt wieder diese unsichtbare Mauer. Das ist dann so leer. Das sieht so regelrecht unausgenutzt aus. Das gefällt mir gar nicht, aber ich kann es halt nicht ändern. Hier würdest du auch hingehen. Oder hier. Wir machen dich mal hier hin. Verbinden dich mal hier. Und hier auch gleich. Da ist, glaube ich, nichts flöten gegangen. Gut. Die sind alle schlecht gelaunt. Ja, dann... Mein Gott, dann pump, gute Frau. Hier hat's eine Stange. Hier hat's ein Laufrad. Habe ich extra dafür hingestellt, damit ihr gute Laune kriegt. Wir machen hier mal ein bisschen mehr Vollgas. Teleskope haben wir ja. Eigentlich, wie viel haben wir denn? 3 Stück. 84%, okay. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber wir sind wieder auf der langsamsten Stufe, dass einem das jedes Mal hier wieder runterfräst. Da ist schon wieder so ein müder Kerl. Ich würde ja nochmal einen Schlafsaal bauen. Das Problem ist, ist halt wieder eine Sackgasse. Wo stellen wir das Ding hin? Wenn wir am richtigen Ort klicken, müssen wir hier oben hinstellen, oder? Hier unten. Hier wird es natürlich hingehen. Hier ist nicht so tragisch, wenn es ein Schlafsaal, wenn es eine Sackgasse ist. Wir lassen es mal noch. Erstmal handeln. Besucher. Besucher. Dann war das Handelsschiff hier unten. Irgendwo ist eins gelandet. Da ist es ja. Ja, Humorist mit deiner Goliath-Turbine. Wir haben sogar Bioplastik genug mittlerweile. Ersatzteil, wir haben alles. Wir lassen das mal noch. Wir behalten mal unsere Ressourcen für weitere Robbys. Solche Technologien brauchen wir eigentlich keine mehr. Außer es würde tatsächlich mal noch mal dieser Massenspeicher kommen. Schon wieder 2 kaputte Robbys. Heiliges bisschen. Den Massenspeicher würde ich dann mal noch kaufen. Auch wenn ich den Sinn davon nicht unbedingt sehe. Zumal wir hier immer noch einen Speicher haben, der nicht unbedingt ausgelastet ist. Jetzt kommen aber doch mittlerweile einige Besucher. Das ist noch angenehm zu sehen. Mhm. Energie, okay. Aber da können wir glatt nochmal so ein Ding bauen. Ein Energiekollektor. Davon kann man auch nicht genug haben. Man kann von gar nichts eigentlich jemals genug haben. Nicht in diesem Spiel. So. Aber warum sie keine Klos haben, weiß ich auch nicht. Das finde ich dann doch ein bisschen seltsam. Steht der Laser schon? Nein. Der ist noch in Arbeit. Nahrung. Ja, perfekt. Guck mal, jetzt sind wir wieder bei 100. Also ob jetzt das perfekt ist, darüber kann man streiten. Aber das ist sicherlich relativ gut. Halbleiter haben wir wieder eher zu wenig. Aber eben, investieren wir jetzt in Halbleiter, dann haben wir nachher zu wenig Erz oder zu wenig Suppe oder zu wenig sonst irgendwas. Irgendwas fehlt halt einfach immer. 2 Transportbots, wieder 60%. Es kommen nur noch die teuren. Aber die kosten nicht viel. Warum kosten die denn nicht viel? Was kosten die denn? 80 plus 60, 256, das leisten wir uns. Machen wir mal so. Dann haben wir es eh gleich. Noch ein bisschen mehr. Ach, wir füllen hier mal das Schiff. Sieht man oben, 120. Dann nehmen wir wieder ein Ersatzteil weg. Noch ein. Noch eine Knarre weg. Ach, und wir haben immer noch genug. Okay. Dann kannst du noch 6 Öhren haben dafür. Dann haben wir 50 Stärke gegen 2 Transportbots getauscht. Ich denke, das kann man machen, zumal die ja, wie gesagt, eh dauernd kaputt gehen. Die steigen aus dem Raumschiff aus und brechen sich das Rad. Kann man sich ein Rad brechen? Ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Als Robby ja. Als Robby in diesem Spiel sowieso. Energiekollektor groß, ist in Arbeit. Was haben wir für ein Tempo? Full Speed. Sehr schön. Jetzt könnte man eigentlich mal den Deckel rauf machen. Und so mal gucken. Schade, ich kann den Winkel nicht steiler stellen. Ja, das sieht nach einer gewissen Basis aus, muss ich sagen. Hier hinten auch. Wenn wir von hier gucken. Schön, mit der untergehenden Sonne. Wow, ich muss sagen, irgendwie, es würde mich reizen, hier zu leben. Oder zumindest mal, ja, auf einen Besuch vorbeizuschauen.
hat natürlich schon was so. Ist wahrscheinlich eine relativ weite Reise und ich glaube, die Reise, da hätte ich dann doch keine Lust drauf. Und jetzt stehen sie hier wieder im Stau. Wir müssen hier eine Lösung finden. Mit einer Luftschleuse, aber ich kriege hier keine mehr hin. Da müssten wir wahrscheinlich tatsächlich nochmal irgendwas abreißen. Die Frage ist, was? Den Laser nicht unbedingt. Denn jedes Mal, wenn die hier mit dem Schiff, also wenn hier ein Handelsschiff landet und wir tauschen eben zum Beispiel genau unsere geliebte Stärke, dann sieht man hier das Ergebnis. Die stehen dann endlos lange hier in der Schlange. Da türmt sich die Stärke dermaßen, dass man nicht mal mehr die Leute sieht, die die Stärke transportieren. Das ist ja kein Zustand. Aber wir können es nicht ändern und sonst müssen wir hier wirklich nochmal was opfern. Den Laser versetzen, ich weiß nicht, kriegen wir hier unten? Ne, hier ist auch alles zugebaut. Hier unten kriegen wir auch keinen Laser mehr hin. Oder, Moment. Ich guck mal nochmal. Doch, hier würden wir einen Laser hinkriegen. Dann könnten wir das eigentlich machen. Wisst ihr was? Wir bauen hier den Laser hin. Und nehmen den hier oben weg. Aber wir warten jetzt mit wegnehmen. Schon wieder einer kaputt. Heiliges bisschen. Passt doch mal ein bisschen auf euch auf, Robbys. Schnell bauen, damit wir den hier wegnehmen können. Dann können wir gucken, ob wir dort den Eingang bauen können. Das müssten wir eigentlich können. Ich wüsste nicht, warum nicht. 97%, wow. Ja, ja, jetzt bessert es langsam hier. Auch mit der Chance abzufangen, die ganzen Kometen und Co. Was für ein Gewusel. Es ist ein bisschen schade, dass man das Spiel halt wirklich, ich gehe mal schnell runter mit dem Tempo, dass man das auf Fullspeed spielen muss, weil sonst passiert nichts. Man könnte hier auch einfach mal ganz, ganz lange zusehen. Wäre eigentlich auch kein großes Problem. Gruppe groß. Verletzte Soldaten. Ja, die Armen. Okay. Ach, wir haben alles. Kommt und bringet uns Geld. Wo landet ihr? Das möchte ich noch sehen. Hier unten. Denn mal gucken, ob das wirklich alles Verletzte sind. Halt, hier oben war's. Doch. Ah, musste niesen, sorry. Doch, die haben alle ein Kreuz. Wenn es dann keine Pfarrer sind, dann sind es Verletzte. Nee, nee, das sind Verletzte. Eben. Sonst hätten sie da keine Absichten oben auf dem Kopf und halt eben nur Unfug im Kopf statt der Absichten. Steht hier unten der Laser schon? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass. Wäre dann doch ein bisschen gar schnell gegangen. Ja, aber fast. Ein Halbleiter fehlt noch. Wir hätten noch 4 Stück. Die Frage ist, wo werden die gerade verwendet? Wir brauchen die ja doch auch für den O. Für den Robbybau. Und wenn die dann natürlich dorthin gebracht wurden. Das sind sogar 2. Schade, dass man nicht die Robbys noch bewaffnen kann. Das wäre ja auch noch nett. Jetzt ist der eine gestorben hier, aber der hat auch tapfer gekämpft. Jetzt wurde er vom Robby überfahren. Okay, gut, die braucht man gar nicht zu bewaffnen. Die Bohrbots. Noch mehr von denen? Hier schießt es doch noch. Hier oben. Uah, huch. Jetzt haben wir ihn aber. Okay, Eindringlinge wurden getötet. Was haben wir an Bevölkerung? Wo war's? Wenn sie hier dauernd ändern. 169, okay, das sind 4 mehr. Wie auch schon. Obwohl wir hier jetzt definitiv wieder 1, 2 verloren haben. Wachen primär, da müsste man halt auch mal wieder gucken. Ja, Wachen werden wir hier mal wieder ein bisschen zuschlagen. Hier gehen wir ein bisschen runter. Wir müssen das mal ein bisschen angleichen. Wir haben viel zu wenig Arbeiter, seht ihr? Wenn man das hier zu krass macht. Nein. Machen wir es mal so. So. 30, 20, 20, 15, 15. Okay. Lassen wir mal stehen. Wie sieht es denn aus mit dem Ruf? Konnten wir das jetzt vielleicht hier mal ein bisschen? Nein, das bleibt, glaube ich, bei anständig, solange wir hier noch spielen. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr wirklich gebacken, dass die hier rundum glücklich werden. Schade, aber kann man nicht ändern. So, ich möchte noch ganz kurz. Da fehlt immer noch der Halbleiter. Wird der noch gemacht? Sonst müssen wir uns den noch kaufen. Steht ja irgendwo noch ein Handelsschiff, das wir nicht weggeschickt haben? Nein. Nein. 15 Leute, okay, sind noch bei uns auf der Basis, in der Basis.
und werden behandelt, nehme ich an. Man sieht hier den... Guck mal, schon wieder einer beschädigt. Was machen die denn die ganze Zeit? Schade, dass nicht steht, warum sie irreparabel beschädigt wurden. Die Meteoriten können es ja eigentlich nicht sein. So viel stürzt nicht auf die Basis, denn die Laser, die sind doch relativ fleißig am Ballern und haben eine hohe Prozentzahl, wenn sie denn gerade im Einsatz sind. Tja, ich weiß es nicht. Okay, dass der gestorben ist, ist klar. Der war vorhin im Kampf. Kommst du gerade mit? Nein, kommt nicht mit. Nein, 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 das ist nur ein Ersatzteil. Okay, ganz klar, wir müssen... wir müssen Ersatz... Blödsinn, Ersatz. Wir müssen Halbleiter haben. Also sprich, die müssen wir kaufen, wenn der welche hat. Tatsächlich. Die nehmen wir. Die Bots lassen wir jetzt mal weg. Wir haben zwar genug Geld. 50% Kommission. Ne, wisst ihr was? Wir nehmen je ein. Okay. Hauen dem mal wieder die ganze Stärke um die Ohren. So, und den Rest bezahlen wir in Unzen. 660. Ich nehme sie immer noch falsch rum. Ich müsste erst unten fühlen, damit ich dann nicht wieder jedes Mal zurück muss. Ich weiß. 660. Das ist die Macht der Gewohnheit, wenn man sich halt mal was angewöhnt hat. Ja, das machen wir so. Dann haben wir nämlich die Halbleiter. Dann können wir... Schon wieder einer. Schon wieder einer kaputt gegangen. Heiliges Radieschen. Dann können wir hier den Laser wegnehmen, wenn der hier unten steht. Ja, gut. Das machen wir morgen. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.